meinem Leben gibt es keine Skandale. Es gibt nur Randale. Keine Skandale. Habe ich eigentlich ein Mikrofon? Ja. So. Nena. Ich finde es ganz schön oldschool, einfach zu machen. Und durchs Tun in dieses jeweilige Gefühl zu kommen, weil die Klarheit kommt immer nur durchs Tun, ja? Wenn ich anfange, etwas zu tun, dann komme ich in meine Klarheit. Ich weiß genau, jetzt, okay, jetzt mache ich ein neues Album. Manchmal hole ich meine alten Platten aus dem Schrank. Der Impuls ist wichtig, um ins Tun zu kommen, ne? Diese klare Eingebung, bam, das ist jetzt dran in deinem Leben. Mein Leben hat mir immer alles vor die Füße geschmissen. Ja, mach! Jeder Song ein Ohrwurm und so singen wir die ganze Nacht. Unsere Lieblingslieder, Lieder von früher. Also mein Vater hat mir, da war ich 13, so eine Musiktruhe geschenkt. Von dem Ding habe ich dann die Beine abgesägt und habe mir das auf den Boden gestellt, sodass ich irgendwie daneben liegen konnte und habe dann meine Lieblingsplatten gehört. Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang. An die Zeit muss ich immer denken, wenn ich Lieder von früher höre. Also ich lag dann da, Zigaretten rauchen, Musik hören. Einfach für mich sein und in meiner Welt zu sein, das war damals echt ganz wichtig für mich. In diesem Zimmer da unterm Dach. Unsere Lieblingslieder, Lieder von früher. Man kann sich ja permanent weiterentwickeln. Das ist ja das Geniale am Leben. Das ist auch das Geniale an der Veränderung. Also Veränderung macht mir einerseits schon auch Angst. Ne? Also ich nehme das nicht alles so lässig, dass das Leben eine ewige Veränderung ist. Aber es ist halt auch die Möglichkeit, sich ständig zu entwickeln. Das ist cool. Ich bin so oldschool, ja, das kannst du mir glauben. Doch das, was ich hier hab, wird dir dein Atem rauben. Mein erstes Album ist seit 34 Jahren draußen. Es Wenn man sagen kann, so mein erstes Album ist seit 34 Jahren draußen. Das ist zu krass einfach und das fand ich eben so. So oldschool, aha. So oldschool, ich bin. So oldschool, aha. So oldschool, das stimmt. Sammy und ich haben uns über die Jahre immer mal getroffen. So kurz irgendwelche Begegnungen gehabt. Und das war immer sehr, sehr herzlich. Und so schön, dass ich jedes Mal zu Hause davon erzählt habe. Oh, ich habe Sammy getroffen, das war so toll irgendwie. Weil das irgendwie anders war als andere Begegnungen. Und da er auch in Hamburg wohnt, haben wir uns dann mal verabredet. Dann war ich irgendwann ruckzuck in seinem Studio und er hat mir ein paar Sachen vorgespielt, so ein paar Ideen, die er hatte. Und wo ich einfach mal, ohne dass Nena mich danach gefragt hatte, oder dann einen Song gemacht und sie war im Studio und ich habe auf Play gedrückt, habe so eine kleine Ansprache vorher gehalten, so, weil ich natürlich auch voll unsicher war, weiß, ob ihr das jetzt gefällt und so. Auf, ja, also ich habe mir einfach jetzt mal gedacht, so, und falls du Bock drauf hättest, so, das wäre irgendwie mal sowas, wo ich mir vorstellen könnte, das würde irgendwie voll frisch sein, wenn du sowas machst und dann irgendwie auf den Knopf gedrückt, dann hat das diese Bassline. Dum, 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 dum. Das war gleich so, ja. Yeah. Und sie wirklich auch sofort aufgestanden vom Stuhl und irgendwie angefangen zu grooven. Sie hat mich von Anfang an komplett verstanden. Also, und so sind wir irgendwie zusammengekommen und haben dieses Album zusammen gemacht. Klack. Vielleicht ist es zu spät, vielleicht ist es zu früh, vielleicht ist es genau jetzt, genau jetzt. Also wie nehme ich
Zeit war, was ist Zeit, was macht Zeit mit mir? Macht es überhaupt was mit mir? Kann ich aus dem Programm auch manchmal aussteigen? Kann ich zum Beispiel ganz gut? Ab und zu diese ganze Hysterie um die Zeit einfach auch mal zu vergessen. Also ich habe jetzt auch nie in Zeitabschnitten gedacht für mein Leben. Bin dann irgendwann mal 50 geworden und fand es dann auch nicht mehr ganz so lustig. Ich glaube eben, was bei Nena ja auch so faszinierend ist, dass sie macht ja mit ihrer Stimme Sachen zu Nena sozusagen. Ne? Also es ist ja, denn du kannst eigentlich alles da drunter packen und am Ende wird es ein Nena-Song. Also egal, ob es Elektro ist, Rap, Punk, Rock, Pop. Bei vielen Sachen sprichst du mir so aus dem Herzen. Ne? Es ist auch nicht getextet auf jemanden. Also bei Bruder hat Sammy, hast du mich mal ins Studio geholt. Hm. Hast gesagt, habt ihr mal mit mir unter vier Augen sprechen können. Ja, genau. Also Larissa kannte ich denn schon und Zacchaeus hatte ich schon mal gesehen, aber dann kam noch Samuel und Simeon und alle kamen immer einzeln. Und dann sag ich, ja, das ist auch mein Sohn. Und meine Tochter kennst du ja schon. Und ich irgendwann, hä, wie viele Kinder hast du denn eigentlich? Und dann hat sie es ja eben gleich einfach so gesagt, einfach so 5, aber davon leben nur 4. Du bist das verlorene Kind, der in Abwesenheit glänzt. Wege sind das vorher bestimmt. Es ist letztendlich eine neue Herausforderung, ne? Dass man sich ab einem gewissen Punkt in seinem Leben damit beschäftigt, dass das Leben auch eine Vorbereitung auf den Tod ist. Das ist einfach so. Und das hat in seiner ganzen Tragweite so in früheren Jahren bei mir nicht so eine Relevanz gehabt. Also da habe ich mich nicht so viel mit beschäftigt. Bis zur Geburt meines ersten Kindes, wo ich mit dem Thema ganz stark konfrontiert war. Aber auch das war ein Prozess mit ganz viel intensiver Erfahrung für mich, aus dem ich eher gestärkt rausgegangen bin. Das ist jetzt nicht was, also der Tod ist für mich noch nie was wirklich Erschreckendes gewesen. Also ich hatte auch sehr leichte Zeiten mit meinem ersten Kind damals. Ne? Das war jetzt auch nicht nur schrecklich. Im Gegenteil, das waren 11 wunderschöne Monate. Und ob sich das Leben leicht oder schwer gestaltet, entscheidet man letztendlich selbst. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ja, wir haben alle die Verantwortung für uns selbst. Und wir entscheiden darüber, wie wir dieses Leben leben wollen. Also Eigenverantwortung hat auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und Selbstliebe ist nichts Arrogantes oder Abgehobenes, sondern auch das ist für mich was ganz Natürliches. Mich selbst zu lieben, ist wahrscheinlich die schwerste Aufgabe. Komisch, ne? Man verliebt sich in irgendwelche Fransels, ja? Ja? Und manchmal weiß man selber nicht, hä, wieso fand ich den oder den jetzt so toll? Es ist viel einfacher, auf einen Menschen zuzugehen, der von außen kommt, als auf sich selbst zuzugehen. Also finde ich jedenfalls. Das ist auch so eine Herausforderung, die uns das Leben so schenkt. Ne? Wir können ja mal damit anfangen, dass man sich selbst gerne hat oder dass man sich selber einmal am Tag in den Arm nimmt und sagt, gut gemacht. Einfach mal hier so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ist alles in Ordnung. Was brauchst du denn?